Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es hat vor kurzem mal einer in meine Kommentare geschrieben, ob ich mal nicht über diese Säulenblitzer mal ein Video machen könnte. Und ich fand das eigentlich eine coole und interessante Idee, auch in Bezug auf Roller und Motorrad und Co-Fahrer. Und ich wollte mal so eine kleine Zusammenfassung machen, was das mit diesen Blitzern auf sich hat, wie die funktionieren, wie das für Roller und Motorradfahrer und so weiter ist. Und zwar diese Polyscan-Speed-Säulen, das ist halt so eine ganz normale Säule und die haben so quasi so drei Spalten, wo dann die Technik drin ist. Und die sind dann meistens in der Mitte der Fahrbahn. Was ist das für eine Technik? Das ist so eine Laser-LiDAR, diese LiDAR-Technik, kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem iPhone. Und es funktioniert halt mit Laser. Diese Blitzer gibt es einmal fest und einmal mobil, also stationär und mobil. Diese Blitzer sind auch geeignet für allgemeine Verkehrsüberwachungen. Der Erfassungsbereich liegt bei ungefähr 75 Meter, das heißt 75 Meter vor bzw. nach diesem Säulenblitzer beginnt die Erfassung. Und das Ding ist halt, die Teile sind halt extrem versteckt, weil man auf dem Boden halt auch keine Induktionsspuren sehen kann, wie man es bei diesen handelsüblichen Blitzern kennt. Das ist halt ein bisschen tückisch. Also wenn man es nicht weiß, dann merkt man es halt nicht, ne? Das ist halt so der Punkt. Was für Vorteile hat denn so ein Blitzer? Also Vorteile für den Start jetzt, ne? Es können mehrere Fahrzeuge gleichzeitig erfasst werden, bis zu einer Geschwindigkeit von 250 km/h. Das sind die Vorteile. Die Nachteile für den Start jetzt, ne? Vor- und Nachteile für den Start. Es kann vorkommen, dass die Fahrzeuge falsch zugeordnet werden. Dann kann man nicht eindeutig sagen, okay, wenn jetzt mehrere Fahrzeuge erfasst wurden, welches Fahrzeug davon wirklich zu schnell war. Das ist dann eine falsche Zuordnung und in dem Fall wäre dann ein Bußgeldbescheid auch unwirksam. Dann ein anderer negativer Punkt. Wenn man die Eichung missachtet, ist klar, dann muss man nichts zu sagen, dann kann man die Messung auch nicht ernst nehmen, wenn das Teil nicht ordnungsgemäß geeicht ist. Und dann noch ein negativer Punkt, unfachmännische Bedienung. Das heißt, wenn das Teil jemand bedient, der keine Ahnung davon hat, keine Schulung dafür absolviert hat, etc. Ja, das sind halt so, dann ist der Bußgeldbescheid im Grunde auch, ja, würde ich mal sagen, unwirksam. Das sind halt nur solche Sachen, die ich jetzt herausrecherchiert habe. Wenn ich aber jetzt geblitzt werden würde und ich weiß jetzt, okay, da sind so Sachen, wo eine sehr hohe Fehlerwahrscheinlichkeit ist, dann würde ich den Bescheid auf jeden Fall widerrufen. Also ich würde dagegen angehen auf jeden Fall. Es gibt ja hier im Fernsehen gibt es ja halt Werbung etc., dass man sich da anmelden kann oder man geht zum Anwalt oder es gibt halt Möglichkeiten. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich sowas bekomme, ein Bußgeldbescheid, würde ich auf jeden Fall anfechten oder widerrufen oder wie man das auch nennen mag. Würde ich auf jeden Fall immer machen. Also wenn es jetzt irgendwie 25, 35 Euro sind, okay, dann lohnt sich der Aufwand, aber wenn das jetzt wirklich so massiv ist und man weil selber sich so unsicher, okay, ist das denn alles so richtig gewesen, dann würde ich da mir auf jeden Fall Beratung holen, definitiv. Und ich habe mal irgendwo gelesen, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ich glaube, das war sogar in der Fernsehwerbung, dass über 50% der Bescheide, der Bußgeldbescheide unwirksam sein sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder so, aber auch wenn es nur die Hälfte davon ist, dann lohnt es sich ja trotzdem. So, aber jetzt die interessanten Fragen. Wird man von vorne und hinten geblitzt? Das ist ja interessant für Motorrad- und Rollerfahrer. Und ich muss sagen, ja, man wird auch von hinten geblitzt. Sieht man diesen Blitz denn auch? Es gibt zwei verschiedene Modelle. Bei dem einen Modell sieht man es, bei dem anderen Modell sieht man es halt nicht. Wenn dieser Säulenblitzer in der Mitte steht, werden dann beide Fahrtrichtungen geblitzt. Ja, also ich habe dazu verschiedene Informationen gefunden. Die einen sagen, es können maximal nur zwei Fahrspuren geblitzt werden. Das heißt, wenn pro Fahrseite nur eine Spur, dann halt beide Fahrseiten, Fahrtrichtungen. Andere sagen wiederum, die Teile können halt auch bis zu sechs Spuren erfassen. Das heißt, pro Fahrerseite dann halt, sagen wir mal, pro Fahrtrichtung dann vielleicht dann drei Spuren oder wenn es halt nur eine Fahrtrichtung ist, dann sechs Spuren, also sechs Spuren insgesamt, Fahrtrichtung unabhängig quasi. Oder nee, ich glaube halt nur maximal drei Spuren pro Fahrtseite, hat dann der andere gesagt. Ich habe dazu jetzt keine eindeutigen Informationen, daher gehe ich mal vom Schlechtesten aus. Das heißt, ich würde sagen, drei Spuren pro Fahrtseite werden erfasst. So, das sind so im Grunde so die wichtigsten Informationen, die ich herausgefunden habe. Da gibt es bestimmt noch einiges mehr. Also das Wichtigste für mich jetzt bei dieser Recherche ist eigentlich herausgefunden zu haben, dass wenn man halt betroffen ist, wenn man Bußgeldbescheid kriegt, würde ich auf jeden Fall dagegen vorgehen.
Wie genau, das kann ich jetzt nicht sagen. Da müsste man sich dann nochmal genau einarbeiten, ob man dann halt zu irgendeiner Organisation geht oder zum Anwalt oder. Vor allem auch bei höheren Bußgeldbescheiden, wo es dann vielleicht um mehr geht. So 35 Euro oder so, das ist jetzt nicht die Welt, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist es im Grunde. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen. Und ja, ich bin jetzt erstmal raus und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.